Es ist der 9. Mai 2014. Wir besuchen ein Gericht. Das sind diese Gebäude, in denen Menschen, die von der Norm abweichen, wieder zur Ordnung gerufen werden sollen oder halt aussortiert werden. Je nachdem, ob sie sich dazu rumkriegen lassen oder halt penetrant bleiben. Wir begeben uns in den kleinen Ort Kerpen. Dort gibt es ein Amtsgericht und offensichtlich sind die Richterinnen und Richter dort noch nicht viel gewöhnt. Eine gute Gelegenheit also, die Theorie einmal in der Praxis zu überprüfen. Die Theorie, das ist das, die geltenden Gesetze. Oder genauer, in diesem Fall, die Strafprozessordnung. In ihr steht alles, was für die Strafverfolgung wichtig ist. Wer zuständig ist, wie ein Ermittlungsverfahren abläuft, wer was darf und was nicht und schließlich auch, wie ein Gerichtsprozess zu laufen hat. Doch fangen wir ganz von vorne an. Ein Strafverfahren beginnt, wenn der Verdacht einer Straftat entsteht. Das kann bei der Polizei sein, bei Staatsanwaltschaft oder Gericht, aber auch bei, so bezeichnet es die Strafprozessordnung, bei jedermann. So haben nach § 127 des Gesetzes alle Menschen beispielsweise das Recht, andere festzunehmen, wenn diese einer Straftat verdächtigt werden. Dabei kommt es nicht darauf an, dass der Verdacht auch stimmt. Es kommt auch nicht einmal darauf an, ob überhaupt eine Straftat stattgefunden hat. Wenn der Verdacht entsteht, tritt die Strafprozessordnung in Kraft. Alles, was folgt, muss sich nach deren Paragraphen richten. Eigentlich. Wir werden sehen, dass kaum irgendwo das Recht so oft gebrochen wird wie in Robe und Uniform. Herrschaftstheoretisch ist das auch logisch. Recht hat, wer das Recht durchzusetzen in der Lage ist, formulierte sinngemäß schon der große deutsche Rechtsphilosoph Gustav Radbruch. Gebrauch und Missbrauch von Herrschaft sind in der Praxis eher das gleiche als ihr Gegenteil. Das eigentliche Gerichtsverfahren, also der Moment, wo Mensch den Richtis, Staatsanwaltis und anderen direkt gegenüber sitzt, ist beim Entstehen des Straftatsverdachts aber noch weit entfernt. Denn zunächst starten Polizei und, meist informiert durch diese, die Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Ermittlungsverfahren. Im Zuge dieses können Zeugis vernommen und Beweismittel gesichert, zum Beispiel bei Haus- und Personendurchsuchungen beschlagnahmt werden. Die Beschuldigten werden verhört oder, falls das nicht gleich nach der vermeintlichen Tat passiert, vorgeladen. Zu solchen polizeilichen Ladungen muss nie Mensch hingehen. Das empfiehlt sich auch nicht, denn alles, was Mensch dort erzählt, könnte dich oder andere belasten. Zumindest hilft es denen, die Lage besser einzuschätzen und gezielter ermitteln zu können. Wer zum Beispiel ein perfektes Alibi hat, sollte das, solange keine Untersuchungshaft droht, erstmal für sich behalten, damit die Polizei weiter in falsche Richtungen ermittelt. Es lohnt sich also, auch für diese Phase, in der ihr es vor allem mit der Polizei zu tun habt, gewappnet zu sein und den Umgang zu üben. Wir springen aber weiter. Irgendwann sind die Ermittlungen abgeschlossen. Nun entscheidet die Staatsanwaltschaft, ob sie das Ganze sang- und klanglos beendet, das heißt einstellt, oder ob sie eine Verurteilung anstrebt. Dann muss sie das Verfahren einem Gericht vorlegen. Für die Prozessführung schlechter ist dabei die Sache mit dem Strafbefehl, denn anders als bei einer Anklageschrift muss Mensch reagieren. Außerdem hat Mensch weniger Rechte im Prozess. Ein Strafbefehl wird nicht, wie die Anklage, von der Staatsanwaltschaft beschlossen, sondern nur beantragt und dann direkt vom Gericht verhängt, ohne jegliche Verhandlung. Es wird eine kurze, meist 14-tägige Frist gesetzt und wer die verpasst, ist schlicht verurteilt. So begann auch unser Beispielverfahren in Kerpen. Das heißt, eines Tages fand die Angeklagte einen gelben Brief mit einem Strafbefehl und legte Widerspruch ein. Sodann fragte sie nach Akteneinsicht und bat, wie das üblich ist, um Übersendung der Akte an das für sie zuständige Amtsgericht, damit sie nicht die lange Wegstrecke nach Kerpen fahren musste. Ein solches Akteneinsichtsrecht hat jede Angeklagte nach § 147 Absatz 7 der Strafprozessordnung. Auch wenn so manche Justizeinrichtung, aber auch Anwältinnen und Rechtshilfegruppen gerne etwas anderes erzählen. Denen geht es in der Regel auch nicht um die Ermächtigung von Menschen, sich selbst verteidigen zu können, sondern um deren Verbleib in der selbstverschuldeten Unmündigkeit.
Wer sich weder von Polizei und Justiz einschüchtern, noch von eigenen Bewegungseliten bevormunden lassen will, wird nach Zustellung von Anklage oder Strafbefehl gegenüber den Repressionsstellen also weiterhin schön den Mund halten und erstmal die Akte im Gericht anschauen. Und, wenn es mit dem Strafbefehl läuft, die Frist zum Widerspruch nicht verpassen. Denn einen Widerspruch zurückziehen geht jederzeit, ihn nachträglich einlegen aber nie. Daher also erstmal widersprechen, ein Zweizeiler reicht, mehr wäre auch nicht gut, aus den gleichen Gründen wie Aussagen bei der Polizei eher Schaden als Nützen, dann in Ruhe die Akte studieren und frühestens mit dem dann gewonnenen Wissen um die genauen Vorwürfe und Beweislage entscheiden, eine Strafe hinzunehmen oder in die Gerichtsverhandlung einzusteigen. In unserem Kärntner Fallbeispiel legte der Beschuldigte also Widerspruch ein, beantragte Fahrtkosten zum erwarteten Gerichtstermin und wollte die Akte einsehen. Doch das wurde ihr verwehrt. An dieser Stelle ist ein kleiner Einschub nötig, um den Rahmen zu verstehen, in dem die folgende Auseinandersetzung ablief. Denn eigentlich sind Kerpen und sein Amtsgericht eine eher provinzielle Angelegenheit. Wie in vielen kleinen Amtsgerichten werden hier seit Jahrzehnten im Fließbandstil vermeintliche Straftaten abgehandelt. Meist ohne große Vorbereitung, in oberflächlichem Geplänkel zwischen robentragenden Nutznießis des ewigen Anklagens und Strafens und ohne sich um die sozialen Folgen des Einsperrens zu kümmern. Richtis, Staats- und Rechtsanwaltis kennen sich und spielen sich die Bälle auf Kosten von Steuerzahlenden und auf dem Rücken der Betroffenen zu. Das wäre auf lange Zeit so weitergegangen, wenn nicht vor einigen Jahren genau dieses Gericht überraschend in den Mittelpunkt politischer Strafjustiz gerückt wäre. Für ein lebenswertes Klima reißt die Kohle Meiler nieder. Für ein lebenswertes Klima reißt die Kohle Meiler nieder. Aktivistinnen besetzten einen Teil des Hambacher Forstes, der für den Tagebau verschwinden sollte. Rundherum gab es immer mehr Aktivitäten, große Klimacamps mit Gleisblockaden und Gleisbesetzungen und dazu Veranstaltungen, Radtouren und das, was die örtlichen Bürgerinneninitiativen immer schon getan haben. Das brachte Unruhe in die Region und der große, große Koloss RWE, der hier eine Vielzahl von Kohlekraftwerken betrieb und große Löcher in die Landschaft buttelte und das alles noch ausdehnen wollte, der versuchte gegenzuhalten gegen den aufkeimenden Protest. Die ihn Jahre und Jahrzehnte lang immer unterstützt hatten, die Behörden, die Polizei und alle taten ihriges, um den großen Konzern zu schützen vor dem Protest. So auch das Amtsgericht Kerpen, was bisher wenig gewöhnt war und jetzt mit einer Fülle kreativen Protestes konfrontiert wurde. Hard winds rip the hats off all the ladies all about town that day. Am 23.08. begann das Klimacamp in Mannheim. Der Ort gehört in den Amtsgerichtsbezirk Kerpen. Was immer dort passierte, wenn die Polizei durchdrehte oder Anzeigen die Menschen einschüchtern sollten, das Amtsgericht Kerpen musste sich damit befassen. Und so kam es auch zu etlichen Aktionen, die tatsächlich vor dem Gericht landeten. Unter anderem die Besetzung von einem leerstehenden, von der RWE schon gekauften und zum Abriss vorgesehenen Haus mitten in Mannheim. Es sollte wieder bewohnt werden, wieder belebt werden, so wie einige andere Grundstücke auch, wo Menschen während des Klimacamps aktiv wurden, Gärten anlegten, Essen verteilten. Und so war es auch bei diesem Haus gedacht. Doch die Polizei schritt ein und machte dem ein Ende. Im Haus fand einer der Workshops statt, die zum Klimacamp gehörten. Und genau diese Leute traf dann der Bannstrahl des Amtsgerichts Kerpen. Sie erhielten einen gelben Brief, darin ein Strafbefehl. Denn Papi Staat tut alles, um die RWE zu schützen. Selbst ein Workshop in einem zum Abriss bestimmten Haus, das geht gar nicht. Doch einige Betroffene widersprachen. Und so lud das Amtsgericht für den 9. Mai 2014 zur Verhandlung. Und damit zur Begegnung der seltsamen Spezies namens Richter, Staatsanwälte und einige Zeuginnen und Zeugen und willige Ordnungsvollstrecker, beide in Uniform. Solch eine Ladung ist der übliche nächste Schritt. Nur in seltenen Fällen führt ein Widerspruch zum nochmaligen Nachdenken bei Gericht und Staatsanwaltschaft mit der Folge einer Einstellung oder Zusammenlegung mit anderen Prozessen. Wer eine Ladung erhält, muss sich nun spätestens gut vorbereiten.
Dazu gehört die Frage der Verteidigung. Muss ich allein in den Prozess gehen oder gibt es andere Angeklagte? Will ich von einer Rechtsanwaltin oder einer Alleinverteidiger unterstützt werden oder beides? Wie bezahle ich einen Anwaltin? Ist Pflichtverteidigung durchsetzbar oder gibt es Solikonten? Die Variante der Laienverteidigung, ob zusätzlich zur professioneller Verteidigung oder allein, ist eine spannende Idee politischer Prozessführung. Nach § 138 Absatz 2 der Strafprozessordnung kann dich nämlich jede beliebige Person im Gerichtssaal unterstützen. Und zwar mit den gleichen Rechten wie ein Rechtsanwalt. Das mag dich überraschen. Und auch hier beraten dich viele Anwaltis und Rechtshilfegruppen falsch. Sie lügen, um ihre Pfründe zu sichern. Höre nicht auf sie, sondern mache dich selbst schlau. Die Laienverteidigung bietet nämlich die Chance echter Solidarität. Jetzt können dich politische Mitkämpfis unterstützen. Das sollte schon in der Vorphase helfen, wenn du in Untersuchungshaft sitzen solltest. Wären ein oder mehrere deiner Freundis als Verteidigis zugelassen, können sie sich plötzlich jederzeit im Knast besuchen, eure Post und alles Mitgebrachte bei Besuchen darf nicht mehr kontrolliert werden. Schon angesichts dieser Vorteile ist unverständlich, warum der § 138 Absatz 2 nicht häufiger beachtet und genutzt wird. Erst recht müssen endlich die Apparate von Anwalts- und Rechtshilfeorganisationen gestürzt werden, damit solche effizienten Formen der Solidarität auch Verbreitung finden. In der Gerichtsverhandlung hilft das alles noch mehr. Laienverteidigis sitzen neben dir auf der Anklagebank, stellen Fragen und Anträge. Zwischen dir und einer solchen Person sind kreative Aufgabenteilungen möglich, zum Beispiel hinsichtlich mehr politischer oder eher formaler Beiträge. Ständig aktiv in den Prozess eingreifen, zuhören, reden oder Fragen stellen, mitschreiben und neue Einmischungen planen, all das geht nun gleichzeitig. Leider klappte das in unserem konkreten Fallbeispiel nicht. Zwar war alles verabredet, aber es zeigte sich eine Schwäche der Laienverteidigung. Im Kapitalismus entsteht Zuverlässigkeit durch Zwang und Abhängigkeit, insbesondere das willige Vollstreckertum mittels Erwerbsarbeit. Fällt die weg, sind viele Menschen nicht mehr in der Lage, freie Vereinbarungen auch einzuhalten. Sprich, die verabredete Laienverteidigung kam nicht. Da die Angeklagte selbst sehr prozessunerfahren war, erlebten wir eine Gerichtsverhandlung, die wohl dem durchschnittlichen Ablauf solcher Prozesse in Kerpen entsprach. Der folgende, heimlich aufgenommene und mit Bildern nachträglich untermalte Mitschnitt wurde so zu einem Beleg für den alltäglichen Skandal namens Justiz. Er dokumentiert die Notwendigkeit, sich selbst Wissen anzueignen und die Idee der Laienverteidigung auszudehnen, um nicht in den Mühlen der Gerichte unterzugehen. Hauptdarsteller auf der anderen Seite, Amtsrichter Wolfram Witzel. Einer von vielen und einer wie viele, vielleicht mit einer Besonderheit. Er denkt nicht nur im Namen des Volkes, sondern auch im Namen Gottes, wie dieses Foto aus seiner Bewerbung für einen evangelischen Kirchgemeindevorstand beweist. Zu ihm also führt unser Weg in das Amtsgericht Kerpen und zum Staatsanwalt Görz. Einem Mann, der immer dann zu Hochform aufläuft, wenn es darum geht, die Angeklagte oder noch lieber das Publikum zurechtzuweisen und zu bedrohen. Schon bevor es losging, hatte Richter Witzel, wie in den Urteilsfabriken so üblich, mehrere andere Angeklagte in meist wenigen Minuten dauernden Verfahren abgeurteilt und bestraft. Doch bei diesem Verfahren sollte es nicht ganz so problemlos laufen. Richter Witzel hatte der Angeklagten nämlich die gesetzlich vorgeschriebene Akteneinsicht verwehrt. Und das konterte die am Anfang mit einem entsprechenden Befangenheitsantrag. Richter Witzel war leicht verwirrt. Also ich glaube, dazu steht gerne veranlassungsreich, wenn ich den entgegennehmen muss und ich glaube vorlesen. Und da ist noch Platz. Und dann ist noch Öffentlichkeit. Die Öffentlichkeit nach GVG erstreckt sich nicht auf die Akteneinsicht oder auf die Vorlesung von öffentlichen Angeklagten. Und da Sie doch Platz genommen haben, gehe ich mal davon aus, dass Sie für Sie gekauft sind. Entschuldigung, ich frage Sie nur, weil normalerweise... Ich sage es Ihnen gleich, ich hätte nur gerne zu dem Antrag einen Gerichtsbeschluss. Also dass man das, wenn ich jetzt Ihre Fragen beantworte, nicht zum besten Nachteil gereicht. Ach so. Also ich hätte gerne den Antrag bearbeitet, den Sie vor Ihnen haben. Den hätten Sie gerne bearbeitet. Ich hätte ihn auch gerne vorgelesen, aber... Ja, ich glaube, ich weiß, Sie haben bestimmt eine gewisse...
Punkte, was die SDPO anbetrifft, da wollen Sie mal in die Feinheiten gehen, wenn Sie auch feststellen, dass kein Recht besteht, dass ich Ihre Anträge hier laut vorlese. Ja? Das müssen Sie selber tun. Ich hätte es gern vorgelesen. Sie hätten es gern vorgelesen. Das ist was anderes. Sie haben es mir hingelegt mit der Bitte, ich soll das vorlesen. Ja, was ist denn los? Ich habe von meinem Vorlesewettbewerb bekommen, der Quint davor vor 40 Jahren. Sie wollen mal vorlesen, dann lesen Sie mal vor. Bitte schön. Ich muss aber erst wissen, ob Sie auch diejenigen sind, die das vorlesen darf. Weil da darf nämlich nur die Beschuldigte selber werden. Sonst sind Sie ja nicht prozessbeteiligt. Also da beißt sich die ganze in den Schwanz. Genau, aber was machen wir jetzt? Also ausweis ich Ihres Dialektes, können Sie durchaus aus dem Süden Deutschlands kommen, und dann spricht Sie schon mal dafür. Ja? Unabhängig, ich betrachte das jetzt nicht als Vernehmung zur Person, sondern nur um festzustellen, damit Sie mit ich weiß, ob Sie diejenige sind. Ja, also Frau Richtig? Das ist wichtig. Das ist wichtig. Das in der, wie kann Ihre eigene Person Ihnen zum Nachteil reichen? Von der Reihenfolge. Ja, wenn Sie das vorlesen, das wird die ganze Zeit im Schwanz. Dann lesen Sie mal vor. Und so las die Angeklagte dann ihren Befangenheitsantrag vor. Am Ende mit einer Kampfansage an das Gericht. Hilfsantrag. Hilfsweise beantrage ich, zu prüfen, inwieweit die sichtbar gewordene endliche Unkenntnis im Strafprozess der Regelungen seitens des Richters nicht Zweifel aufwirft, ob sie für dieses Amt noch getragen wird. Darf ich den Hörer so zu verstehen, dass Sie meine Kenntnisse der Strafprozesse, bin ich überhaupt Jurist, man weiß es ja nicht, ne? So anzweifeln, höchstweise zweifeln Sie an, weil ich da eine Auffassung vertrete, dass ich gereicht habe, wenn ich Strafverfahren würde. Ist okay, ich nehme das mal so entgegen. Meine Damen und Herren, wir machen jetzt Folgendes. Die SDPO verbietet es, die Hauptverhandlung fortzuführen, wenn, und da hat die Angeklagte, die offensichtlich zumindest in gewissen Bereichen die SDPO nicht kennt, das so gemacht, dass er das Voreintritt in die Hauptverhandlung gestellt hat, muss zunächst über den Ablehnungsantrag entschieden werden. Das bedeutet allerdings nicht, dass man nicht heute trotzdem weitermachen kann, weil der Kollege, der über diesen Antrag zu entscheiden haben, der ist auch also durchaus zugänglich. Jetzt muss man schauen, wie weit das zeitlich hinzubekommen ist. Ich möchte nämlich vermeiden, sozusagen wieder einen neuen Termin machen zu müssen. Ja, das bindet meine Hälfte, das bindet auch die Zeit der Zeugen und auch die Zeit der Zuhörer. Ich möchte gerne immer jede Woche bei Gericht hier auflaufen. Also ich halte es für erstrebenswert, mit einem möglichen zeitlichen Versatz, den ich im Moment noch nicht abschätzen kann, wenn über den Antrag zeitnah entschieden werden kann, dass wir je nach Ausgang, wenn ich natürlich befallen wird, weil ich nicht weiß, damit der Kollege entscheidet, dann kann ich die Sache nicht machen. Dann ist meine Vertretung aus die Frau Pretzell, die ja auch schon meint, offensichtlich abgelehnt worden ist. Insofern, wenn er so wäre, weiß ich nicht. Wenn der entscheidende Kollege zu der Auffassung kommen sollte, ich sei weder befangen, noch seien meine Kenntnisse derart marginal, und ich gleichwohl in der Lage wäre, ein entsprechendes Strafverfahren durchzuführen, dann könnte es durchaus sein, dass ich heute noch weitermache. Ja. Also ich unterbreche die Hauptverhandlung hier und bitte die Zeugen zunächst erstmal etwas abzuwarten, bis ich nähere Informationen dazu habe, in welchem zeitlichen Fenster man über den Antrag entscheiden wird können. Und deshalb sage ich jetzt erstmal, ich unterbreche die Hauptverhandlung zunächst erstmal bis 13:30 Uhr. Und damit ging es in eine längere Pause, zugleich die Mittagsunterbrechung. Schon dieser kurze Auftakt berührte mehrere Paragraphen. Die Strafprozessordnung legt nämlich minutiös fest, wie ein Gerichtsverfahren abzulaufen hat. Dadurch erstarren Prozesse regelmäßig zu reinen Ritualen. Andererseits werden sie kalkulierbar. Und das bietet Chancen gerade für die offensive Verteidigung. Denn jederzeit ist klar, was als nächstes folgt oder zumindest, wenn sich das Gericht ans Recht halten würde, folgen müsste.
Stellung von Anträgen, schlaue Streuung von Erklärungen über den Prozessverlauf hinweg und abgestimmte Aktion und Reaktion zwischen Publikum und Gerichtsgeschehen sind planbar. Den Beginn macht immer der Aufruf zur Sache, geregelt in § 243 erster Absatz. Danach folgt die Feststellung der Personalien und die Klärung, welche Beweismittel und Zeugis da sind. Beides bietet schon einige Handlungsmöglichkeiten, sei es thematische Ausführungen bei Nachfragen zu Wohnort oder Nationalität oder sei es beim Publikumsapplaus für uniformierte Zeugis. Immer wieder bietet auch die Frage, ob Mensch beim Einmarsch der Robenträgis in den Gerichtssaal aufsteht, sitzen bleibt oder etwas Drittes, vielleicht Theatralischeres, abzieht. Eine feste Gesetzesgrundlage findet sich dafür nicht. Aber Mensch kann in dieser wie auch in anderen Verfahrensfragen den Richtis und Staatsanwaltis doch die sogenannten Richtlinien für das Straf- und Bußgeldverfahren vorhalten und sie erinnern, dass sie sich eigentlich daran halten sollen. Darin steht unter Punkt 124: Beim Eintritt des Gerichts zu Beginn der Sitzung und bei der Vereidigung von Zeugen und Sachverständigen und bei der Verkündung der Urteilsformel erheben sich sämtliche Anwesende von ihren Plätzen. Sonst also nicht. Nur zu Beginn des Tages und dann noch bei Vereidigungen und bei der Urteilsverlesung. Das Zusammenspiel Publikum-Angeklagte bzw. Laienverteidiger lässt sich an diesem Beispiel gut zeigen. Das Publikum agiert, von der Anklagebank folgt die Formalisierung der Frage, zum Beispiel mit einem passenden Antrag, dass nie Mensch zum Aufstehen gezwungen werden kann. Die bis ins Absurde gehende äußere Gestalt eines Gerichtsprozesses bietet ohnehin Angriffsfläche für viele Anträge, etwa zur Sitzordnung oder zu Kleidungsfragen. Was auf den ersten Blick nur als Klamauk oder clowneske Übung rüberkommt, kann im Begründungsteil hochkarätige politische Statements enthalten. Denn die Struktur eines Prozesses ist nicht zufällig, sondern Ausdruck einer autoritären Denkstruktur, hier zusätzlich noch aus vergangenen Jahrhunderten. Auf die angedeutet offensive Art hat sich die Angeklagte in unserem konkreten Kerpener Verfahren aber nicht verteidigt. Das hat es dem Gericht leicht gemacht und zu einer Verhandlung geführt, in der fast alle Rechte der Angeklagten mit Füßen getreten wurden, darunter die Akteneinsicht, die Richter Witzel rechtswidrig verweigerte. Die Rechtsfrage wird gleich im Prozess umfangreich erörtert und selbst unter seinen Kollegis am gleichen Gericht steht Witzel mit seiner Meinung eher allein. Die Verweigerung der Akteneinsicht mit einem Befangenheitsantrag zu kontern, war daher genau richtig. Und den entsprechenden Schrieb noch Sekunden vor Beginn der Verhandlung auf den Richtertisch zu legen, auch. Denn so wurde der weitere Verlauf erst einmal geblockt. Während der Verhandlung müssen Befangenheitsanträge hingegen sofort nach Entstehung des Grundes gestellt werden und trotzdem kann erst einmal weiterverhandelt werden. Als die Mittagspause in Kerpen zu Ende war, versammelten sich alle wieder im Gerichtssaal und das Verfahren ging weiter. Der Richter wartete mit einer Überraschung auf. Bevor er den Beschluss zum Befangenheitsantrag verlas, verkündete er seine eigene Rechtsposition und behauptete dort genau das, was die Angeklagte in ihrem Befangenheitsantrag mehrfach widerlegt hatte und auch mit Urteilen unterstützt hatte, nämlich Richter Witzel wiederholte noch einmal: Eine Angeklagte hat kein Recht auf Akteneinsicht. Ich habe mir alles hier schon angehört. Vorab, man sollte unterscheiden zwischen dem Absatz 1 auf Akteneinsicht und Abschnitt 7. Abschnitt 7 beschäftigt sich mit der Frage, ob dem nicht durch Anwalt vertretenen Angeklagten die Möglichkeit eingeräumt ist, Abschriften oder einzelne Dinge aus der Akte zu haben. Wenn Sie, wie Sie es getan haben, ein Akteneinsichtsuch bestellen, dann geht das über dieses Abschnitt 7 deutlich hinaus. Ja, das ist der erste große Unterschied. Dass Kommentare, die europäische Rechtsprechung oder auch nationale Rechtsprechung sehr wohl die Akteneinsicht mit umfassten, hatte die Angeklagte nicht nur in ihrem Schriftsatz, wie gezeigt, vorgelegt, sondern auch direkt vorgetragen. Hören wir ein paar Auszüge aus ihrem mündlichen Vortrag, wo sie eindeutig belegt, dass sehr wohl das Recht des Angeklagten auch die Akteneinsicht umfasst. Die Verweigerung der Akteneinsicht gilt als Verweigerung des Grundrechts auf rechtliches Gehör. Denn erst diese ermöglicht es überhaupt, präzise Antworten zum Tatvorwurf und entsprechende Anträge zu stellen. Am 13. März 2003 hat es der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschieden, dass das Recht auf Akteneinsicht im Allgemeinen nicht auf Verteidiger beschränkt werden darf. Zumindest jedem Angeklagten müssen die Akten spätestens vor der Hauptverhandlung zugänglich sein. Auszüge aus Stefan Schlegel, das Akteneinsichtsrecht des Beschuldigten im Strafverfahren, das ist von Dezember 2004.
Eine wirksame Verteidigung, auch durch den Beschuldigten selbst, ist mit nur denkbar, wenn dieser die ihm zur Last gelegten Umstände kennt. Er weiß, worauf sich der Vorwurf gründet und welche Beweismittel vorhanden sind. Wenn somit eine ausreichend breite Informationsgrundlage besteht. Der unverteidigte Beschuldigte hat wegen seines Rechts auf Selbstverteidigung einen Anspruch darauf, die Inhalte der Ermittlungsakten im gleichen Umfang nutzen zu können wie der verteidigte Beschuldigte. Im Kommentar von Kleinrecht Meier Bosner zur Strafprozessordnung heißt es zum Paragraphen 147 ganz klipp und klar, die Akten dürfen dem Beschuldigten grundsätzlich nicht überlassen werden. Kann er sich ohne vollständige Akteneinsicht nicht hinreichend verteidigen, so ist ihm ein Pflichtverteidiger beizuordnen. Ist das wegen des geringfügigen Vorwurfs untunlich, muss die Akteneinsicht gewährt werden. Doch alles nützte nichts. Der Richter wollte vom geltenden Recht nichts wissen. Zwar deutet er in der Mittagspause noch an, dass er die Sache nicht eskalieren wollte, aber nach der Mittagspause konnte er sich daran wohl nicht mehr erinnern. Kleines Gespräch in der Mittagspause auf der Straße. Anweisung hätte ich rauslassen können, nicht. Jeder muss sein Personalausweis vorlegen, alles muss abgeben, dann mache ich alles. Ich wollte ein bisschen entspannt sehen hier, ne? Ja, meistens ich bin ja nicht im Krieg hier. Ne? Also meistens machen sie das, weil sie, wenn sie das schriftlich machen, dann kriegen sie vom Verwaltungsgericht einen rüber und dann ist gut. Dann ging es wieder los und das Amtsgericht Kerpen hatte die Angelegenheit inzwischen geklärt. Akteneinsicht gibt's nicht für Angeklagte, das sagten jetzt auch andere Richterinnen und Richter und sprachen den Richter Witzel damit von jeder Befangenheit frei. So einfach geht das. Ich habe hier den Beschluss des Kollegen Raun, den ich jetzt zunächst mal im Plenum vorlese. Also in dem Strafverfahren im PP Unterhaltung und so weiter, Vergehen nach § 13 StGB, hat das Amtsgericht Kerpen Abteilung 45 am 9. Mai 2014 durch den Richter am Amtsgericht Raun beschlossen, das Befangenheitsgesuch vom 9.05.2014 wird als unbegründet zurückgewiesen. Absatz. Gründe. Der Befangenheitsantrag ist unbegründet. Gemäß § 24 Absatz 2 StGB kann ein Richter wegen Besorgnis zur Befangenheit abgelehnt werden, wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen seine Unparteilichkeit zu rechtfertigen. Ein solcher Grund ist hier nicht dargelegt worden. Entgegen der Einsicht der Angeklagten steht ihr kein eigenes Akteneinsichtsrecht zu. Gemäß § 75 Absatz 1 StGB ist lediglich ein Verteidiger befugt, die Akten einzusehen. Diese Regelung ist auch als verfassungskonform anzusehen. In einem Beschluss vom 21.11.2012, Zweiter Senat Bundesverfassungsgericht 1548 aus 02, hat das Bundesverfassungsgericht zu der Problematik auszugsweise ausgeführt. Der Punkt Absatz. Es ist von Verfassungswegen nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdeführer ein persönliches Akteneinsichtsrecht ohne Einschaltung eines Rechtsanwaltes verweigert worden ist. Dabei kann dahinstehen, ob sich ein mögliches Akteneinsichtsrecht der Beschwerdeführer, die zu keinem Zeitpunkt förmliche Beschuldigte in dem gegen unbekannt geführten Ermittlungsverfahren anlässlich des Todes ihrer Mutter gewesen ist und die deshalb ein solches Recht jedenfalls nicht nach § 147 StPO geltend machen kann, nach 475 StPO oder möglicherweise nach § 406 klein e StPO richtet. Ein sehr spannendes Zitat, denn der Text sagt ja eindeutig aus, dass es sich bei dem Fall um eine Person handelte, die nicht Angeklagte und gar nicht Prozessbeteiligte war. Also ein Beschluss, der überhaupt gar keinen Zusammenhang hat mit dem, was im Amtsgericht Kerpen passiert ist. Dort hat nämlich die Angeklagte Akteneinsicht bekommen wollen und das steht ihr in der Tat zu. Denn nach beiden Vorschriften ist ein persönliches Akteneinsichtsrecht gesetzlich nicht vorgesehen. Gründe für die Verfassungswidrigkeit dieser Regelung, für die sich der Gesetzgeber im Hinblick auf Aktensicherung und Datenschutz entschieden hat, sprechen hat die Beschwerdeführerin weder vorgetragen, noch sind sie ansonsten ersichtlich. Weiter ist auch ein Verstoß gegen die von der Angeklagten zitierte Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, vergleichbares Verfahren EGMR Nummer 46221 aus 99 vom 13. März 2003, welcher Türkei, das der Kammer nicht ersichtlich. Der Leitsatz Nummer 8 des Urteils lautet dabei, dass von Artikel 6 Europäischen Menschenrechtskonvention umfasste Recht auf Akteneinsicht kann dann nicht allein auf den Verteidiger beschränkt werden, wenn davon auszugehen ist, dass der Angeklagte selbst die Beweise hinsichtlich seiner Verteidigung besser einschätzen kann.
Darüber hinaus müssen jedem Angeklagten die Akten vor der Hauptverhandlung grundsätzlich zugänglich sein. So ist vorliegend nicht ersichtlich, weshalb die Angeklagte selbst besser in der Lage sein sollte, die Beweise hinsichtlich ihrer Verteidigung einzuschätzen, als dies einem eingeschalteten Anwalt möglich sein sollte. Nach Auffassung des Gerichts war der abgelehnte Richter auch nicht gehalten auf die Möglichkeit, dass gegebenenfalls Abschriften aus der Akte angefordert werden, von sich aus hinzuweisen. Selbst wenn man dazu jedoch die Einsicht vertreten sollte, dass gegebenenfalls ein Hinweis hätte erteilt werden sollen, so rechtfertigt dies für sich genommen keinesfalls den gestellten Befangenheitsantrag. Es ist nämlich nicht ansatzweise ersichtlich, dass dieser Hinweis unterlassen worden wäre, um der Angeklagten die Verteidigung zu erschweren. So musste die Angeklagte also ohne jegliche Kenntnis der Akte und dem, was ihr vorgeworfen wird, irgendwie durch diesen Prozess kommen. Aber nicht nur mit ihr legte sich Richter Witzel an, sondern auch mit dem Publikum. Also Zwischenruf oder Anmerkungen während der Hauptverhandlung, die passen nicht in die Hauptverhandlung. Das ist aber wichtig, weil ich mir gerade gedacht habe, man könnte sich den Antrag jetzt stellen. Interessant auch die Rolle des Staatsanwalts Görz. Der pöbelte gegen das Publikum, redete dem Richter dabei einfach rein, unterbrach diesen, wurde aber nicht ein einziges Mal von dem ermahnt. Sie sind gewarnt worden. Ich sag jetzt nochmal, wenn Sie gegen sie dazwischen reden. Dieses gesamte Vorgeplänkel nahm über die Hälfte der gesamten Verfahrensdauer ein. Danach ging alles schnell, denn der Befangenheitsantrag war das erste und letzte, was die Angeklagte im Einklang mit der Strafprozessordnung vortragen konnte. Minute für Minute steigerte sich der Richter bei der Verweigerung von Beschuldigtenrechten, bis am Ende nicht einmal mehr Plädoyer und letztes Wort möglich waren. Doch so weit sind wir noch nicht. Laut Strafprozessordnung folgt nach der Personalienfeststellung die Verlesung der Anklage. Dann würde ich Sie bitten, Herr Götz, den Strafbefehl zu verlegen. Frau Rosemarie, der Angehörige, angeklagt am 24.08.2013 gegen 11.30 Uhr in Kerpen widerrechtlich in das befriedete Besitztum eines anderen eingedrungen zu sein. Zur oben genannten Tatzeit betrat die Angeklagte gegen den von ihr erkannten Willen der Eigentümerin HWG Power AG das leerstehende verschlossene Haus Esperantostraße 28-50-170 Kerpen, dessen ebenerdige Fenster zudem gegen ein unbefugtes Betreten mit Brettern verlagert waren. Vergehen des Hausfriedensbruchs strafbar nach § 123 Strafgesetzbuch. Nach dieser Verlesung ist eigentlich die Angeklagte dran, so jedenfalls will es die Strafprozessordnung. Richter Witzel kann sich daran auch noch dunkel erinnern, aber lässt sie dann gar nicht zu Wort kommen. Als Angeklagte haben Sie die Möglichkeit, sich zu diesem Vorwurf zu äußern, Sie müssen aber auch nichts sagen. Also Sie haben das Recht zu schweigen. Es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie dafür Gebrauch machen. Erlauben Sie mir noch zu ergänzende Fragen zu Ihrer Person. Hier steht Familienbestand unbekannt. Sind Sie verheiratet, unverheiratet? Ledig. Haben Sie Kinder vor? Nein. Üben Sie einen Beruf aus? Ja. Welchen Beruf? Schreibkopf. Dann folgt eine bemerkenswerte Passage, die zeigt, dass Richter Witzel auch insgesamt ein ziemlich arroganter Mensch ist. Die Angeklagte hatte Fahrtkosten beantragt, weil sie entsprechend wenig Einkommen hat. Das steht ihr auch zu und das hat das Amtsgericht Kerpen auch nie bezweifelt, aber behauptet, das Geld würde durch das örtliche Amtsgericht ausgezahlt, wo die Angeklagte wohnt. Die dort waren dann allerdings ziemlich verwundert darüber und so bekam die Angeklagte gar kein Geld. Richter Witzel machte darüber in der Verhandlung dann eine ziemlich spöttische Bemerkung über das Amtsgericht, was genau richtig handelte, denn das wäre eigentlich alles sein Job gewesen. Ich hatte Ihnen ja geschrieben, dass Sie sich an das für Sie zuständige Amtsgericht wenden. Ja, die waren ein bisschen verwundert über die Art und Weise der Vorgehensweise. Ja, das ist klar, wenn wir arbeiten müssen. Dann fiel Richter Witzel immerhin wieder ein, dass die Angeklagte auch mal was sagen dürfte. Vielleicht hätte es die Angeklagte genießen sollen, denn es war das letzte Mal, dass der Richter sich hinsichtlich der Mitspracherechte der Angeklagten an die Strafprozessordnung halten sollte. Die Angeklagte aber, strafrechtlich und taktisch völlig richtig, verweigerte die Aussage und die Einlassung an dieser Stelle und wollte einen Antrag stellen. Doch das ließ der Richter gar nicht mehr zu. Nein, dazu äußere ich nicht. Ich hätte einen Antrag. Ja, ich frage aber erst mal, ob Sie sich dazu äußern. Nein. Gut, dann. Keine Einlassung. Keine Einlassung. Dann rufe ich erstmal ein Zeugen auf. Dem Publikum fiel es auf, dass der Richter den Antrag einfach überging. Aber Richter Witzel hatte jetzt keine Lust mehr. Er eskalierte die Situation.
Das ist ja noch ein Antrag. So, jetzt ist Schluss. Den Herrn mit der grünen Jacke, den bitte ich den Gerichtssaal zu verlassen. Paragraph 177 GVG lässt das zu. Ich hatte Sie mehrfach darauf hingewiesen. Falls Sie nochmal dazwischen rufen sollten, werde ich Sie des Saales verweisen. Ich kann auch noch zu weiteren Maßnahmen greifen. Ich würde aber jetzt nicht eskalieren lassen. Ich würde Sie jetzt mal bitten, den Gerichtssaal zu verlassen. Wenn ich dann, also wenn es eine Bitte ist, kann ich dann auch sagen, nee. Und wenn es gegen das Publikum geht, ist natürlich auch gleich wieder der Staatsanwalt dabei mit entsprechenden Drohungen. Und lustig, der Richter plappert den Satz genau nach. Dann wird es gemeinsam. Dann wird es. Was der Staatsanwalt darf, das ständige Hineinpöbeln, auch in die Worte des Richters, das darf das Publikum natürlich nicht. Und so eskaliert der Richter die Lage erneut. Verbunden mit einer sehr merkwürdigen Idee. Er hätte plötzlich eine Fürsorgepflicht für den pöbelnden Staatsanwalt. Entschuldigen Sie das eigentlich immer? Pass auf! Ich werde das anregen. Ich werde auch bei Anträgen. Und ich habe auch eine Fürsorgepflicht für diese Seite. Und um Ihre Frage zu beantworten, das war nur für eine Höflichkeit. Ich meine letztendlich, Sie haben den Saal zu verlassen. Willkommen. Dann finde ich die Höflichkeit aber nicht gerade herrlich, muss ich sagen. Das mag so sein. Mag ich das wirklich nicht meinen. Ja. So, gehen Sie jetzt raus oder muss ich Sie von den Wachtmeistern raus? Ich würde schon lieber mit dem Kind bleiben. Nee, das ist aber nicht geduldet. Bringen Sie den Herrn bitte raus. Dann ich gehe. Gehen Sie raus. Sonst müssen Sie gewaltig. Ja, bitte sagen, was habe ich denn? Ja, dann. Wenn Sie nicht mitkommen, müssen wir unsere Schadenszwang anmelden. Das wissen Sie, Sie sind ja schon gelehrt. Und was schaden Sie, das müsst. Ja, eben. Ja, tut mir leid. Das tut mir leid. Ja, möchten Sie mich fahren? Die Angeklagte mischte sich in den Streit der Robenträgis mit dem Publikum leider nicht ein. Dabei bietet gerade das Zusammenspiel der formal Prozessbeteiligten mit aktiven Zuhörers eine gute Chance. Denn unter dem Druck der ja von Seiten der Angeklagten und ihrer möglichen Verteidigis ja zulässigen Redebeiträge, Fragen, Rügen und Anträge wäre es für Richti und Staatsanwalti nicht so einfach, Störungen zu verhindern oder zu ahnden. Zudem kann das Publikum auch schlau vorgehen und verschiedene Rollen einnehmen, von wissbegierig nachfragend über theatralisch klamaukig bis zu Sympathisantis der Justiz, die das Gericht zur Härte auffordern und mit ihren scheinbaren Gegnis im Publikum zu diskutieren beginnen. Versucht das Gericht Einzelpersonen dafür zu bestrafen, kann der Angeklagte wiederum mit formalen Beiträgen reagieren oder einfach nur das vorherige Prozessgeschehen fortführen. Zurück zum Prozess in Kerpen. Nach der Strafprozessordnung folgt dort nun das Kernstück einer jeden Gerichtsverhandlung, die Beweisaufnahme. Hier wird versucht, die Sachlage zu klären, mit Hilfe von sogenannten Beweismitteln. Das können Filme oder Videos, Beweisstücke wie Tatwaffen und Hilfsmittel sein, aber auch Gutachten über Spuren. Das häufigste Beweismittel sind jedoch Zeugis, so auch hier. Um Beweismittel richtig werten und zum Beispiel Fragen an Zeugis stellen zu können, ist die Akteneinsicht besonders wichtig. Daher versuchte es die Angeklagte noch einmal. Schließlich hatte das Gericht ja selbst gesagt, dass sie Abschriften, also Kopien, hätte bekommen können. Das ist zwar auch schon rechtswidrig, aber jetzt kam es noch besser. Richter Witzel fegte alles formal vom Tisch. Die Angeklagte dürfe gar keine Anträge stellen, das sei alles nur Gnade des Richters und wenn er keine Anträge entgegennehmen will, dann muss er es auch nicht. Deutlicher kann man es nicht ausdrücken, dass man sich für die Strafprozessordnung einen feuchten Kehrig interessiert. Jetzt rufen wir den Zeugen. Ich hätte einen Antrag. Ja, ich entscheide über den Gegennamen für Anträge. Sie können den zum Schluss der Aufwand. Ja, ich werde erst trotzdem erstmal den Zeugen jetzt einfach. So. Ganz locker ließ die Angeklagte aber noch nicht. Nutzen tat es aber nichts. Den Antrag, dass Sie, wenn ich schon den Akteneinsicht kriege, Abschrift kriege, woher soll ich sonst wissen, was hier konkret vorkommt?
Ja, das hat er gerade vorgelesen. Sie haben vorgelesen, dass ich keine Akteneinsicht kriege. Pass auf, der Gegenstand der Frage, ob Akten sein oder nicht, das ist jetzt erstmal erledigt. Dann diskutieren wir das nicht weiter aus. Jetzt, Sie hören sich den Vorwurf an, das hat Herr Staatsanwalt vorgelesen. Jetzt können Sie zu dem Sachverhalt gleich Stellung nehmen. So. Eine bemerkenswerte Formulierung. Der Richter ist wirklich der Auffassung, dass das Verlesen des Strafbefehls als Kenntnis der Sachlage für eine Angeklagte ausreichen soll. Und außerdem sagt er jetzt auch noch einmal, dass die Stellung nehmen kann. Allerdings tatsächlich ruft er als Allernächstes sofort die Zeugen auf. Anträge stellen geht bei diesem Richter ja sowieso gar nicht. Insofern kann die Angeklagte weder irgendetwas über den Sachverhalt wissen, außer dem Strafbefehlstext, noch kann sie in das Geschehen eingreifen. Auch das Kerpener Landrecht. Die Vernehmung der Zeugen ergab eigentlich ziemlich wenig. Kein einziger der Zeugen und Zeuginnen war zu dem Zeitpunkt, als die Angeklagte vermeintlich in das Haus gegangen sei, überhaupt da. An keiner Stelle des Gerichtsverfahrens wurde festgestellt, wie die Lage eigentlich war, als die Angeklagte das Haus betreten haben soll. Die Zeugen konnten nur ganz allgemeine Sachen sagen. Zum Beispiel einer der Polizeibeamten als Zeuge. Der Freiherr hat erklärt, dass dieses Haus im Alleinverkehr in besteht, dass Unfuganträge erfolgt sind und dass dieses Haus gegen Unfug zu gesichert worden sei im Vorfeld, weil es ein Unfug-AB und aufgebrochen worden sein muss von den Personen, die jetzt darin fanden, wie wir auch feststellen konnten. Einige Bemerkungen brachten das Publikum zum Schmunzeln und sofort rastete der Richter wieder aus, denn das geht nicht. Die Öffentlichkeit ist nur zum Zugucken da und hat keine Regungen zu machen. Und so ganz unterbrechen. Ich darf letztmalig. Ich meine, mit dazwischenreden und auch solches wie Gelächter, so ist unangemessen. Ich bitte davon Abstand zu nehmen, sonst werden Sie beide dann auch noch entfernt aus der Sitzung. Immer wieder erwähnte der Polizeibeamte einen Herrn Preis. Der sei derjenige gewesen, der die Anweisung erteilt hätte, der den Strafantrag unterzeichnet hätte und auf dessen Basis die ganze Aktion der Polizei basiert hätte. Nur, der Herr Preis war irgendein Sicherheitsbeamter, der hatte überhaupt nichts zu sagen und konnte die RWE gar nicht vertreten. Das war vor Gericht durchaus bekannt, aber wen interessiert das, wenn man verurteilen will? Der Herr Preis erklärte sich berechtigt, einen Strafantrag unterstellt zu schreiben und ich stellte diesen auch, sodass die interessanten Voraussetzungen gegeben haben, hier von einer Strafe auszugehen. Das Einzige, was die Zeugen und Zeuginnen berichten konnten, war, wie das Geschehen vor dem Haus aussah. Wir haben vor dem Haus eine größere Gruppe von Personen angetroffen, Männer, Frauen und zum Teil auch Kinder, die reagierten, die an der Verwaltung nachkamen. Ja, also aus der Entfernung ließ sich das Treiben auf der Straße weder in der einen noch in der anderen Richtung einschätzen. Es war Treiben auf der Straße und auch muss man erscheinen. Damit blieb die Frage offen, wie eigentlich bei dem Zeitpunkt, als das Geschehen im Haus anfing, das Haus beschaffen war und ob man hätte erkennen können, dass man dort nicht reingehen darf. Genau das wollte die Angeklagte dann auch wissen von dem Zeugen, aber auch hier verwies er wieder nur auf den ominösen Herrn Preis und sonst gar nichts. Ich frage mich jetzt noch, wie man sonst erkennen hätte können, wenn da eben Leute aus und eingehen und so weiter, wie man erkennen hätte können, dass das nicht gewollt ist. Es gibt einen Vertreter der Firma RWE, als Eigentümer dieses Hauses, als Besitzer und Eigentümer des Hauses, der sagt, dieses Haus hat leer zu sein, das Haus war verschlossen und personenfrei, da sind Leute mit dem Gehirn da nicht hin. Die sind gegen unseren Willen dafür. So. Mhm. Und ja, das ist zunächst außergründig genug, um zu sagen, ich habe einfach nur aus einer Straftat, sprich ein Haus Friedensbruch, und das schreibe ich ein. Und als die Angeklagte dann noch ein zweites Mal genauer nachfragte, war es dann dem Richter schon wieder zu viel. Er unterbrach die Angeklagte, die Frage musste nicht beantwortet werden und der Richter stellte selber fest, wenn da irgendein Sicherheitsbeamter der Polizei sagt, die dürfen da nicht rein, dann gilt das und dann ist es so, als hätten auch die, die da drin sind, das schon mitgekriegt, denn tatsächlich hat der Herr Preis mit denen, die im Haus waren, nie geredet. Das hatte er auch selber als Zeuge so gesagt. Fürs Gericht ist das aber egal, ein Security sagt der Polizei das und das ist damit geltendes Recht. Wenn man jetzt
zu dem Haus hinkam und gemerkt, okay, da sind viele Leute, die, ich weiß nicht, wie haben Sie die Leute beschrieben? Habe jetzt vergessen, welchen Eindruck Sie hatten. Dass da einfach Leute stehen, die da irgendwie im Grundstück aus und ein und wie auch immer. Und trotzdem, wie man wissen kann, dass es nicht gewünscht ist und dass Besitzer... Die Frage hat sich schon gestellt, die hat ja auch schon eingangs beantwortet mit dem Hinweis, ich habe von dem zuständigen Mitarbeiter des RWE Hinweise bekommen, dass auf dem Grundstück sich Leute aufhielten und der RWE als Eigentümer grundsätzlich das nicht wünschte. Mhm. So, die Frage ist schon dreimal gestellt worden, deshalb schlecht, bitte darauf Fragen zu stellen, die noch nicht gestellt wurden. Und auch bei der nächsten Frage unterbricht sofort der Richter und sorgt dafür, dass sie nicht beantwortet wird. Wie waren die Vorgehensweise? Also Sie kamen da an, haben die Leute vorhin einen Platzverweis geschickt und wie ging es dann weiter? Das hat ja auch schon alles geschildert. Dazu müssen wir noch zuhören, weil sie schon Notiz zu machen. Das Fragerecht bei Vernehmungen ist von großer Bedeutung und in der Strafprozessordnung auch gesichert. Daher hätte es sich gelohnt, darum zu kämpfen. Das Mindeste ist, das Verbot von Fragen ins Protokoll zu bringen. Dazu hilft, ein paar Kopien dabei zu haben, um eine Frage schriftlich zu stellen und über das Verbot einen Gerichtsbeschluss zu verlangen. Im Kärntner Gerichtssaal erfolgte das nicht, obwohl die Frage, wie denn die Anfangssituation aussah, für die Tatbestandsmerkmale des Hausfriedensbruchs von zentraler Bedeutung ist. Stattdessen unterlief dem Richter bei der erneuten Zurückweisung ein bemerkenswerter Versprecher. Er hat geschildert, er ist angekommen, da befand sich eine größere Menge vom Haus. Einer stand auf und meinte, es müsse eine Ansprache kommen, das hat er dann gemacht. Ein Platzverweis da, dem ist keiner nachgekommen, dann ist man hinten ins Haus gegangen, anschließend dort 7 Personen angetroffen, unter anderem Ihre Wenigkeit. Wie bitte? Was sagt der Richter da zur Angeklagten? Ihre Wenigkeit? Das war wohl ein freudscher Versprecher, aber halt für einen unaufmerksamen, arroganten Richter auch nicht so ganz untypisch. Das hören wir uns doch nochmal an und dann weiter. Unter anderem Ihre Wenigkeit, Personalien festgestellt und ganz hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert. Die Fragen hat er schon alle beantwortet. Eine weitere, nochmalige Frage sind unzulässige Fragen. Dann kommt es zu einer bemerkenswerten Situation. Die Angeklagte forderte noch einmal Akteneinsicht, weil sie gar keine Ahnung hatte, was hinter dem Ganzen steckt. Und jetzt behaupten Richter, unterstützt wieder von dem Staatsanwalt, dass sie auch keine weiteren Informationen hätten und dass in den Akten überhaupt keine Sachen gewesen wären, die über die Abläufe Bescheid gegeben hätten. Das aber war eine Lüge. Andere hatten längst reingeguckt in die Akte und dort waren einige Vermerke drin. Richter und Staatsanwalt belogen die Angeklagte wissentlich. Und ebenfalls ist wieder gut zu erkennen, der Richter plappert nach, was der Staatsanwalt vorgibt. Die Akten, das, was er gesagt hat, steht nicht auch nicht in Akten drin. Das höre ich genauso wie Sie das erste Mal. Das ist hier das Mündlichkeitsprinzip. Deshalb gilt hier das Prinzip der Mündlichkeit. Das steht von der Akte, nicht von dem, wie er das heute geschildert hat. Also da brauchen Sie sich keine Sorgen machen, ich habe da keinen Wissensvorsprung. Ich höre das zum ersten Mal, was wir hier sagen. Das war natürlich Unsinn. Die Kenntnis der Gerichtsakte ist von zentraler Bedeutung. Die geladenen Zeugis sind in der Regel bereits von der Polizei oder auch von der Staatsanwaltschaft vernommen worden oder haben sich schriftlich geäußert. Bei Aktenkenntnis kann verglichen werden, was diese dort gesagt haben. Zudem sind der Text der Anzeige, zusammenfassende Berichte der ermittelnden Polizei sowie oft Fotos, Zeichnungen und mehr in der Akte. Für jede Form der Verteidigung ist die Akte unersetzlich. Wer da nicht reinguckt, hat eigentlich schon verloren. Nun wieder zurück zum Prozess und der Märchenstunde über den Akteninhalt. Nach dieser glatten Lüge stellt der Richter aber immerhin fest, was kein Zeuge sagen konnte, nämlich wie eigentlich die Menschen ins Haus gekommen sind und wie es zu dem Zeitpunkt dort aussah. Den Anfang von dem Einzelnen geschildert und außerdem, dass er gesagt hat, ich bin reingegangen und nachher bei dem vermeintlich ehemaligen Wohnzimmer 7 Leute getroffen, ergibt sich zwanglos, dass er nicht gesehen hat, wie die vorher reingegangen sind. Das hat er auch gesagt. Also er hat nicht gesehen, wie sie reingegangen sind. Doch die Erkenntnis nützte nichts. Den Richter interessierte das überhaupt nicht und es wurde nie irgendein Zeuge oder Zeugin herbeigeschafft, die das noch bezeugen konnte, wie es am Anfang aussah.
Danach der nächste Rechtsfehler des Richters. Kaum war der eine Zeuge entlassen, wurde die nächste Zeugin vorgerufen. Eigentlich nach § 257 Strafprozessordnung hätte die Angeklagte Stellung beziehen müssen zu der Vernehmung der Zeugin. Aber das interessierte den Richter erneut einen feuchten Kehricht. Das Recht galt für ihn nicht. Gut, dann darf ich mich bei Ihnen bedanken. Ich bitte Sie, bitte Ihren Kollegen rein. Inzwischen war die Angeklagte völlig eingeschüchtert und stellte gar keine Fragen mehr. Aber sie wollte immer noch ihren Antrag stellen, den sie bisher nicht stellen durfte. Und auch diesmal wies der Richter das ab. Als das Publikum intervenierte, gab es sofort die nächsten Rauswürfe. Du hast eine Frage? Okay. Nee. Ich hätte deinen Antrag. Ja. Wir machen da rein, verstanden, ja. Ich mache erst die Zeugen von denen, dann nehme ich auch ihre Anträge. Das geht so nicht. Bitte? Das geht einfach so nicht. Gut, jetzt. Herr Vorsitzender, ich habe Sie mehrfach gebeten, dazwischen zu reden, und dann haben Sie jetzt wiederholt gemacht. Aber auch diesmal war der Rauswurf wieder nicht ganz so einfach. Und wieder ist es der Staatsanwalt, der als scharfem Haar eingreift, obwohl er sitzungspolizeilich gar nichts zu sagen hat. Nur der Richter, der lässt sich von diesem Scharfmacher-Staatsanwalt ziemlich viel sagen. Und jetzt ist Schluss. Bringen Sie den Herrn bitte raus. Hey, die kommen. Ja, Sie werden Ihr Kärntner Landrecht wieder gewaltsam durchsetzen müssen. Nein, es gibt Spielregeln. Die Spielregeln. Die machen ja, nicht sein, Sie. Und Sie müssen sowieso ständig rausfliegen, weil Sie ständig dazwischen reden. Ich lege ein, den Störer wirklich rauszubringen. Ja. Raus. Das ist ja klar, dass Sie das wollen. Das ist Ihr Spiel, sich nicht an die, ans Recht zu halten. Nach einer kurzen, rabiaten Phase ging der des Feldes verwiesene Zuschauer schließlich aber nicht, ohne dem Gericht noch einen Spruch zu hinterlassen. So, viel Spaß bei Ihren Rechtbeugungen, kriminelle Vereinigung hier. Ja. So, dann nehmen wir das bitte auf. Versuchen Sie, Personal festzustellen. Rechtsbeugung, kriminelle Vereinigung. Ein Straftatbestand. Hier, 80 GVG wird das jetzt förmlich ins Protokoll aufgenommen. Also ich bin vor Gericht gehalten, Straftaten im Zusammenhang oder während der Hauptverhandlung auftreten, förmlich zu protokollieren und der Hinweis, ich solle mit meiner Rechtsfolge vorfahren und wie seine kriminelle Vereinigung stellt, auf jeden Fall den Tatbestand der Beleidigung dar. Und deshalb möchte ich das jetzt so förmlich auftreten. Also § 183, wird eine Straftat in der Sitzung begangen, durch das Gericht den Tatbestand festzustellen und der zuständige Behörde das darüber aufgenommene Protokoll mitzuteilen. Nimmt er bitte vorne auf. Der vom Zeugen Blum, der dem Zeugen Blum, namentlich bekannte Zuhörer, Jörg Bergstedt, geboren am 2.7.1964, Anschrift Ludwigstraße 11 in 35447 Reiskirchen, hat nachdem das Gericht ihn wegen mehrfachen Dazwischenredens gemäß § 177 GVG des Sitzungssaales verwiesen hat, 177 GVG des Sitzungssaales verwiesen hat, beim Ausführen durch die Wachtmeister des Amtsgerichts Kerpen sinngemäß folgende Äußerung gemacht hat und Absatz. Ein schönes Wochenende. Weiterhin viel Spaß bei der Rechtsbeugung. Kriminelle Vereinigung.
Absatz. Diese Äußerung erfüllt den Tatbestand, zumindest den Tatbestand der Beleidigung. Nach § 185 StGB. Das Gericht in Person des zuständigen Richters fühlt sich durch diese Äußerung auch in seiner Ehre gekränkt. Ein solches Manöver soll einschüchtern, und Richter Witzel wird sich sicher gefühlt haben, als er diese Zeilen ins Protokoll diktierte. Doch was er übersah, war sein Rollenwechsel. Durch diese Strafanzeige begab er sich nämlich nun selbst in die Rolle des Zeugen, und der hier dokumentierte Prozessverlauf zeigt ja, welch schwache Position das ist. Der einer Beleidigung bezichtigte, des Saales verwiesene Ex-Zuschauer ist nämlich geübter Selbst- und Laienverteidiger. Folglich schuf Witzel mit seiner Anzeige eine Bühne, sein widerliches und rechtswidriges Verhalten öffentlich zu diskutieren. Der politische Sinn offensiver Prozessführung und ihr Schutz vor Strafe konnten sich entfalten. Das geschah auch, mit dem Ergebnis, dass Witzel am Ende klein beigeben musste. Aber dazu später. Ansonsten ging es im Gerichtsprozess weiter wie bisher. Wieder nach der letzten Zeugenvernehmung versuchte die Angeklagte einen Antrag zu stellen und wieder durfte sie nicht. Und diesmal formulierte der Richter sogar sehr eindeutig, sie dürfe erst nach der Beweisaufnahme Anträge stellen. Ein sehr interessanter Umgang mit dem Beweisantrags- und überhaupt Antragsrecht einer Angeklagten. Also der Zeuge, Sie können nach vorne. Kurze Frage, wann ich meinen Antrag stelle. Also das ist schon ein bemerkenswerter Vorgang. Eine Angeklagte fragt, wann sie endlich einen Antrag stellen darf, und der Richter antwortet, wenn die Beweisaufnahme beendet ist. Also erst nach der Beweisaufnahme, während der Beweisaufnahme, darf eine Angeklagte also bei Herrn Witzel keinen Antrag stellen. Unglaublich, so unglaublich, dass wir uns diesen Satz des Richters nochmal im Original anhören. Erst als alle Zeuginnen und Zeugen durch waren, durfte dann auch die Angeklagte mal was beantragen. Vorher aber gab es eine Pause. Und in dieser führten die Justizbediensteten ein ernstes Gespräch. Über was? Den Kölner Fußballer Podolski und die Fußball-Weltmeisterschaft. Freut ihr es wieder fit? Ich hoffe, der bleibt im Kader, nicht, dass er unter den sieben ist, die er noch ausschmeißt, oder? Also, Podolski. Er hat jetzt 30 nominiert, unter anderem mit Podolski. Und sieben fliegen ja noch raus. Ja. Nimmt er den mit oder nimmt er nicht mit? Ich glaube schon. Er nimmt den mit. Da ist auch noch ein bisschen, weil er schon über 100 Einsätze hat in der Nationalmannschaft. Ja, ein paar Erfahrungen braucht er. Ich meine, seine Leistung selbst, die ist nicht, da muss man ganz klar sehen. Er ist ja ein Arsenal letztendlich nur Ergänzungsspieler geworden. Ist ja kein Stammspieler. Nachdem dieses wichtige Problem geklärt wurde, ging es dann noch ein bisschen wenigstens in der Beweisaufnahme weiter. Und tatsächlich wurde mal etwas erörtert, was relevant ist für den Hausfriedensbruch. Denn sowohl ein Zeuge wie auch die Angeklagte über einen Beweisantrag dann doch am Ende brachten Bilder ein, auf denen zu sehen war, dass ein Workshop, bei dem die Zeuginnen ja auch die Angeklagte beobachtet hatten, für das Haus angekündigt war und sogar an dem Haus ausgeschildert wurde, sodass die Angeklagte in der Tat annehmen konnte, hier dieses Haus könne sie betreten. Der Richter nahm diese Fotos dann in Augenschein und versuchte, die Schrift zu lesen, was ihm offenbar schwer fiel. Workshop macht, macht Umwelt kaputt. Also macht Umwelt kaputt. Im Garten. Wieso im Garten? Aber ja. Natürlich jetzt lese ich ab. Ich hatte dort einen Workshop, also die Bahn haben von der Zelle, als sie reinkamen, haben die Hände friedlich auf der Erde gesessen und diskutiert und einen Workshop gehabt. Und dann ist es dann vorher angekündigt worden. Damit wäre der ganze Anklagevorwurf eigentlich zusammengebrochen. Doch Richter Witzel denkt ein bisschen nach und erfindet völlig frei, ohne jegliche Beweisführung, eine Ausrede, warum das alles nicht gilt. Nämlich, dass das erst hinterher angeschrieben worden wäre. Das sind Bilder, die sind gemacht worden, nachdem das Haus schon geräumt war. Nein. Da hängt auch ein Polizist noch drin. Das sind wegen der Wetterkamera. Ja, das wird gerade geräumt.
Ja. Das heißt aber, es sagt nichts über den Zustand aus zum Zeitpunkt des Betretens. Muss ja vorher gewesen sein. So geht Beweisführung nach dem Kärntner Landrecht. Was nicht in den Kram passt, kann auch nicht sein. Doch diesmal passte die Angeklagte auf. Ich nehme jetzt an, dass die Polizei das verhindert hätte, dass jemand mit einem Wort auf die Hauswand schreibt, oder? Okay, ich nehme es zu mir. Sprach's und sollte diesen Vorgang nie wieder erwähnen, weder im Verlauf des Prozesses noch im Urteil. Was nicht passt, wird passend gemacht oder unter den Tisch gekehrt. Die Angeklagte unterbrach. Sie konnte sich nur noch zu gut erinnern, dass der Richter versprochen hatte, dass sie nach dem Ende der Beweisaufnahme endlich ihren Antrag stellen durfte, den sie schon am Anfang des Gerichtsprozesses gerne gestellt hätte. Wie im Hintergrund an dem Klappern zu hören ist, tippt die Protokollkraft mit. Das ist von entscheidender Bedeutung, denn später wird dieser Vorgang aus dem Protokoll rausradiert werden. Das dürfte absichtlich passiert sein, weil es sich um einen revisionserheblichen Vorgang handelt. Und zwar hiermit beantrage ich die Unterbrechung der Verhandlung für mindestens 2 Stunden zum Zwecke der Akteneinsicht, wahlweise auch in Form von einer Abschrift. Zum Zweck der Vorbereitung für weitere Beweisanträge und der passenden Benennung von Beweismitteln. Jetzt zeigt Richter Witzel, was er an Rechtsbeugung so drauf hat. Er wird erstens die Angeklagte den Antrag gar nicht zu Ende vorlesen lassen, sie unterbrechen und dann den Antrag vollkommen absurd als Beweisermittlungsantrag ablehnen, obwohl es ja ein Antrag auf Pause für die Akteneinsicht ist. Also völlig wirr das Ganze. Man kann schon fragen, welche Mittel der Richter eigentlich einwirft. Und dann wird er den ganzen Vorgang später im Protokoll rausmanipulieren. Das Protokoll wird nachträglich gefälscht werden und der gesamte Vorgang wird nicht im Protokoll auftauchen. Der Staatsanwalt sitzt die ganze Zeit daneben und sagt nichts. Auch er, ein Teil dieser ganzen Rechtsbeugerseilschaft am Amtsgericht Kärnten. Ja, okay. Den Antrag, den werde ich gemäß § 244 Absatz 2 StPO als Beweisantrag im engeren Sinne nicht wählen. Das ist Beweisermittlungsansatz. Das ist meine Entscheidung, ob ich dem nachkomme oder nicht. Das ist kein konkreter Beweisantrag. Die Angeklagte protestierte, dass sie nicht mal so etwas einbringen konnte und keine Chance mehr hatte, irgendwie auf das Verfahren Einfluss zu nehmen. Doch der Richter blieb hart und wiederholte seinen Unsinn nur ständig wieder. Also wohlgemerkt, es war eindeutig formuliert als Antrag auf eine Unterbrechung zum Zwecke der Akteneinsicht und der Vorbereitung von Beweisanträgen. Aber der Richter entdeckte darin einen Beweisermittlungsantrag, wie auch immer er darauf kam. Sein Ziel hingegen war deutlich zu erkennen. Er wollte einfach den Prozess abbrechen und verurteilen. Und so lehnte er nicht nur diesen Antrag ab, sondern bat auch sofort um das Plädoyer. Nichts wurde mehr gefragt, keine Chance, irgendeinen Antrag zu stellen. Einfach sofort das Plädoyer des Staatsanwaltes. Ja, ich habe es als Beweisermittlungsantrag, es ist kein Beweisantrag. Keiner der Zeugen hat mir nachweisen können. Dann ist das kurz im Rahmen Ihres Schlusswortes. Sie haben ja das Recht des letzten Wortes. Sie können gerne gleich noch Ausführungen machen. So beschließen Sie den Beweisaufnahme. Jetzt bitte ich den Herrn Görz. Der Staatsanwalt selbst hat aber zunächst auch eine sehr abstruse Belehrung erstmal für die Angeklagte übrig. Statt zu plädieren, erzählte er ihr, dass man Beweisanträge ja auch noch bis zum Urteil stellen könne. Das ist zwar formal richtig, aber offensichtlich ist die Beweisaufnahme überhaupt nicht für sowas da, meinten alle Ruhmträger. Geht nicht durch. Sie können sogar noch bei, bis zur Verkündung des Urteils können Sie Beweisanträge stellen. Keine Pause, keine Akteneinsicht. Keine Anträge stellen dürfen, Pausenanträge als Beweisermittlungsanträge umdeuten, keine Chance für die Angeklagte. Und so kam als nächstes das Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Darin glatte Lügen. Von den Zeugen hat niemand das Wort Workshop in den Mund genommen. Vor diesem Hintergrund beantrage ich daher, die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu jeweils 10 Euro kostenpflichtig zu kommen. Dann eine großzügige Geste des Richters. Die Angeklagte darf jetzt auch mal was sagen. Na, so etwas und das im Amtsgericht Kärnten. Sie dürfen jetzt was sagen. Die Angeklagte konnte ihr Glück offensichtlich kaum fassen.
Aber sie hatte in der Zwischenzeit unter Mithilfe von Leuten aus dem Publikum einen Befangenheitsantrag vorbereitet, weil es unerträglich war, dass sie nicht einmal eine Pause bekam, um Akteneinsicht zu nehmen, Akten zu studieren oder Anträge zu stellen. Das ging ihr dann doch zu weit. Und so, als sie nun endlich mal reden durfte, las sie diesen Befangenheitsantrag vor. Ich stelle trotzdem jetzt einen Antrag. Ich stelle den Antrag, tut mir leid, auf Ablehnung des Vorsitzenden Richters. Ich werde das mal kurz vorlesen. Richter Witzel ist wegen des Verdachts der Befangenheit abzulehnen, dass ich sie verweigert habe, meinen Antrag auf Pause nachzukommen. Doch es gab keine Chance mehr. Der Befangenheitsantrag wurde überhaupt nicht mehr behandelt. Er wurde von Richter Witzel als unzulässig in seiner eigenen Person abgelehnt. Das heißt, der als befangen erklärte Richter lehnte selber einen Antrag ab als unzulässig. Sein Trick, weil zunächst in diesem Antrag, weil er eben vom Publikum als Unterstützung auch mitentwickelt wurde, ein anderer Name stand, fand er, dass der ganze Antrag unzulässig sei. Sich inhaltlich mit dem Antrag beschäftigt, hat sich das Gericht nie. Jetzt können Sie sehen, der Entstandungsnamen von Zell ist einfach meiner eingetragen worden. Alles wird aus der Schublade rausgezogen und wird einfach der Name des erkennenden Richters mit abgeändert. Daraus ergibt sich für mich ohne weiteres, dass es ein Antrag ist, der vorformuliert worden ist und der keinen Bezug hat zu Geschehnissen in der Hauptverhandlung des Richters als unzulässig zurückzuweisen. Also beschlossen verkündet. Damit diktierte der Richter seinen Beschluss ins Protokoll. Dort wird auch heftig mitgetippt, aber wer sich dann das spätere Protokoll anguckt, sieht, dass der Wortlaut des Beschlusses dort ganz anders ist. Wer hat denn dort nachträglich das Protokoll überarbeitet? Der Antrag auf den Besorgnis der Befangenheit den Vorsitzenden Richter abzulehnen, ist aufgrund schon seiner äußeren Erscheinungsform vorbereitet und war bestimmt für die Kollegin Zell. Absatz: Das Gericht hält den Antrag daher für unzulässig und hiermit wird der Antrag dann zu unterliegen. Ohne dass noch irgendetwas anderes dann geredet wird, geschieht etwas sehr Bemerkenswertes. Der Richter steht auf und will sein Urteil verlesen. Eigentlich sollte die Angeklagte gerade ihr Plädoyer halten. Auch ein letztes Wort hat es gar nicht gegeben. Die Angeklagte hat einen Befangenheitsantrag eingereicht, der abgelehnt wurde. Mehr ist nicht passiert. Kein Plädoyer, kein letztes Wort, aber der Richter steht auf und fängt an, sein Urteil zu verlesen. So, dann stehen Sie bitte auf. Nee, jetzt stehen Sie bitte auf. Weitere Anträge nehme ich jetzt nicht hier gegen. Im Namen des Volkes. Nee, jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Unfassbar. Aber die Angeklagte wehrt sich und weist auf das fehlende letzte Wort hin. Ich hatte ja auch das letzte Wort nicht. Doch der Richter findet, ein Befangenheitsantrag, das war das letzte Wort. Und das Plädoyer, sowieso geschenkt, findet gar nicht erst statt. Und wieder der Staatsanwalt als Teil dieser Rechtsbeugerseilschaft findet das auch. Sie hat ein letztes Wort gehabt, weil sie hat einen Befangenheitsantrag gestellt. Das ist doch nicht mein letztes Wort. Dann steigert sich die Absurdität noch weiter. Der Richter merkt, dass er wohl irgendwas falsch gemacht hat und sagt, na gut, dann machen Sie jetzt halt Ihr letztes Wort. Wohlgemerkt, nachdem er schon angefangen hatte, das Urteil zu verlesen, wird jetzt das letzte Wort von der Angeklagten vorgebracht. Also erst das Urteil, dann das letzte Wort. Na gut, dann was ist Ihr letztes Wort denn? Doch die Angeklagte kann und will das nicht einfach so aus dem Ärmel schütteln, sondern möchte eine kleine Pause haben, um sich vorzubereiten. Auch das eindeutig ihr gutes Recht, nur nicht vor dem Kerpenamtsgericht. Und wieder wird es auch zu einer Sternstunde der Aggressivität des Staatsanwalts, der den Richter mehrfach unterbricht, ohne auch nur ein einziges Mal zurechtgewiesen zu werden. Robenträger untereinander, da hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Ich bräuchte nur mal eine Pause. Nee, wir haben schon eine Pause. Vor nicht mal einer halben Stunde ist hier fortgesetzt worden. Platz. Es ist bis 8 Minuten vor 4. Es ist bis 8 Minuten vor 4. Sie haben eine Pause gemacht. Sie haben Gelegenheit gemacht, intensiv sich zu äußern. Sie haben bis 5-6 Anträge gestellt. Jetzt können Sie sich zu dem Sachverhalt. Nein, ich sagte nur, Sie haben genug Gelegenheit.
Pause brauchen wir ja nicht nur eine Minutenpause. Also nachdem was vorgefallen ist, brauche ich nur mal... Nein, ich lehne das ab, eine weitere Pause billige ich Ihnen nicht zu. Haben so. Möchtest du sonst noch was sagen? Ja. Ich hätte trotzdem gebraucht die Pause... Ja, die Krise danach macht ja auch von einem zur Pause genug. Welch eine unglaubliche Aneinanderreihung von Unverschämtheiten. Da behauptet der Richter doch glatt, die Angeklagte hätte genug Möglichkeiten gehabt, sich zu äußern, obwohl er ihr ständig selbst Anträge verboten hat. Keine Chance hat sie jemals gehabt, sich in den Prozess einzubringen. Und dann haut er den Satz raus, dass sie keine Pause bräuchte, weil sie nach dem Prozess noch genug Zeit hätte. Und so verlas dann der Richter sein Urteil, jetzt ganz offiziell, ohne Plädoyer und ohne letztes Wort der Angeklagten. Aber er verlas es auch noch in einer bemerkenswerten Art und Weise. Im Vergleich, nämlich mit dem schriftlichen Urteil und auch mit der Anklage, verurteilte er die Angeklagte für eine ganz andere Tat. Offensichtlich war der Richter im völlig falschen Prozess oder war nicht bei Sinn. So, also im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Reden Sie nicht ständig dazwischen, sonst werde ich auch gegen Sie Ordnungsmittel verhängen. Das ist möglich. Ja, das habe ich mitgekriegt, dass das möglich ist. Deswegen weiß ich das. Als angeklagt auch. Also im Namen des Vorgesetzten geht folgendes Urteil. Die Angeklagte wird wegen Sachgeschehen zu einer Geldstrafe nur 15 Tagessätze, 10 Euro kostenpflichtig verurteilt. Bitte nehmen Sie Platz. Das war die letzte Gemeinheit. Denn 15 Tagessätze bedeutet, dass eine Berufung, das heißt eine Wiederholung der Hauptverhandlung in zweiter Instanz, nur auf Antrag möglich ist und abgelehnt werden kann. Dann wäre der Pseudoprozess des Herrn Witzel schon das Ende, sein Urteil rechtskräftig. Doch die Sache kam anders. Mit Unterstützung von LaienverteidigerInnen und AnwältInnen reichte die Angeklagte Revision ein. Dort wurden all die Fehler beschrieben, die in diesem Film vorkommen. Das Oberlandesgericht gab ihr Recht und brachte das Urteil zu Fall. Eine Wiederholung aber scheute das Amtsgericht und stellte das Verfahren auf Staatskosten ein. So wurde aus der anfänglich eher schwachen Selbstverteidigung einer Angeklagten, die sich vom Richter nach dessen eigenen Rechtsgusto in allen Anklagerechten beschneiden ließ, doch noch eine offensive Gegenwehr. Darauf sollte Mensch aber nicht bauen, sondern aus dem Gerichtsverfahren selbst herausholen, was herauszuholen ist. Es geht um Abwehr der Repression und um politische Aktion, zum Beispiel das Aufdecken von Schlampereien. Wer ein Haus besetzt und dafür vor Gericht kommt, kann dort die Hausbesitzer befragen. Wer ein Feld von gentechnischen Pflanzen befreit, kann im Verfahren die Betreiberfirmen aushorchen. Wer für die Blockade eines Kohlezugs oder Kraftwerkes eine Anklage wegen Störung von Betrieben der öffentlichen Daseinsvorsorge kassiert, kann darauf bestehen, dass nachgewiesen wird, dass die blockierte Kohle für die Daseinsvorsorge wirklich nötig ist und Behörden, Energiekonzerne und Sachverständige entsprechend befragen. Dafür stehen umfangreiche Rechtsmittel zur Verfügung. Auch wenn, was in der Regel klug ist, die sogenannte Einlassung, also die anfängliche Aussage zur Sache, verweigert wird, gibt es viele Möglichkeiten, politische Positionen zu beziehen und den Prozess mitzugestalten. Nach jeder Beweiserhebung besteht das Äußerungsrecht nach § 257 Strafprozessordnung. Es hat schon Menschen gegeben, die dort längere Ausführungen über die dunkle Geschichte der deutschen Justiz gemacht, aus Texten von Oscar Wilde oder Bert Brecht vorgelesen haben oder dem Publikum jeweils erklärten, warum die Romenträgis gerade so verfahren, wie sie verfahren. Zum Schluss gibt es sowohl die Möglichkeit zum Plädoyer, in der Strafprozessordnung Schlussvortrag genannt, als auch zusätzlich das Recht auf das letzte Wort, welches immer bei dir Angeklagten liegt. Wird eines der Rechte verweigert, sollte es immer nochmal schriftlich beantragt und ein Gerichtsbeschluss gefordert werden, damit sich die Chance auf eine Revision, das heißt die nachträgliche Rechtsfehlerüberprüfung, ergibt. Zentrales Gestaltungsmittel ist immer aber der Beweisantrag. Also das, was im Kärntner Prozess der Angeklagten ganz verweigert wurde. Damit lassen sich die inhaltlichen Themen setzen, die in der Verhandlung abgearbeitet werden müssen. Oder der Beweisantrag wird abgelehnt, aber auch das ist dann oft nützlich, wenn der Antrag schlau formuliert wurde. Denn nach § 244 Strafprozessordnung darf das Gericht einen Beweisantrag nicht willkürlich ablehnen. Also nicht so, wie es Richter Witzel tat, sondern muss eine der im Gesetz benannten Begründungen wählen. Damit zusammenhängt ist noch ein Paragraph bedeutsam, der selten beachtet wird, aber für eine offensive Prozessführung mit politischem Hintergrund entscheidend ist. Der rechtfertigende Notstand, zu finden im Strafgesetzbuch als § 34. Er sagt, dass eine eigentlich strafbare Handlung nicht bestraft wird, wenn damit eine andere, schlimmere Sache abgewendet wird und es kein anderes, milderes Mittel gibt, das zu tun. Selbst wenn das nicht klappt, bleibt die Handlung straffrei, wenn die Handlung hätte passen können.
Mit diesem Paragraphen wurde am Ende der Auseinandersetzung um die Akrogentechnik eine Verurteilung der Beteiligten an einer spektakulären Feldbefreiung verhindert. Neben den direkten Aktionen und der tatsächlich ja gelungenen Vertreibung der Akrogentechnik aus der hiesigen Landschaft ein wichtiger Sieg auch im Gerichtssaal. In diesem Film können nicht alle Möglichkeiten der Verteidigung vor Gericht benannt werden. Eine Internetseite und kleine Reader zum Thema bieten mehr Informationen. Besonders empfehlen wir Trainings zur offensiven Prozessführung. Eignet euch das Wissen an, seid klug und frech, helft euch gegenseitig, unter anderem als Laienverteidigis. Und lasst euch von Anwalts- und Rechtshilfeapparaten nicht einschüchtern und zu Zuschauers degradieren. Die meisten von denen wollen eine politische Bewegung aus Avantgarde und dummen Mitlaufenden. Wir wollen das nicht. Dass sich das lohnt, zeigen schon die vergebenen Chancen im beschriebenen Verfahren in Kerpen. Doch das Beste kam erst noch. Sozusagen als Nachtisch und für das Amtsgericht Kerpen als noch größeres Fiasko. Denn mit der Einstellung dieses und auch aller anderen Verfahren um den Mannheimer Hausfriedensbruch von 2013 war die Sache ja noch nicht vorbei. Es stand ja noch die Strafanzeige von Richter Witzel gegen den kritischen Zuschauer an. Zunächst lief alles wie gewohnt. Vorladung zur Polizei, nicht hingehen. Anklage und dann der Prozess. Im ersten Anlauf scheiterte der ganz. Die Richterin wollte Richter Witzel als Zeugen schonen, machte im Verfahren weitere Fehler und setzte den Angeklagten mit einem anstehenden weiteren Verfahren unter Zeitdruck. Dies konterte der schließlich mit einem Befangenheitsantrag. Befangenheitsantrag gegen die Richterin Pritzel. Dreimal im Laufe des Verfahrens hat die Richterin Pritzel in der laufenden Verhandlung und völlig sachfremd darauf hingewiesen, dass mein Bestehen auf die formalen Rechte eines Angeklagten, eine andere Person, von der sie mir im ersten Fall direkt unterstellte, dass ich doch auch sicher hoffe, dass diese freikommt, die Freilassung verhindern würde. Dass im zweiten und dritten Fall diese Erörterung sogar über meinen Kopf im Dialog mit dem Publikum geschah und dieses bzw. einzelne Personen daraus gegen mich aufbringen sollte, macht die Sache schlimmer. Eine Richterin, die einen Angeklagten durch öffentliche Aufhetzung und moralische Keule unter Druck zu setzen versucht, keine Beweisanträge zu stellen, ist befangen. Nach einer Pause verkündete Amtsgerichtsdirektor Rau das Ergebnis. Die Richterin musste ihren Platz räumen und die Verhandlung wiederholt werden. Im zweiten Anlauf vor dem nächsten Richter musste dessen Kollege Witzel dann antanzen. So, dann setzen wir jetzt noch die Verhandlung mit der Kollegin. Das Richter am Amtsgericht Witzel. Ich muss zunächst den Personalien aufnehmen. Der Vorname lautet Wolfram. Wie alt? Fast 2 Stunden quälte ihn der Angeklagte mit unangenehmen Nachfragen nach dem, was am 9.04.2014 so alles geschah. Vor allem, was nicht geschah und wie das Recht mit Füßen getreten wurde. Jetzt war Witzel nicht in der Siegerposition, machte einen auf kann mich an nichts erinnern und regte sich nicht nur einmal darüber auf, was er alles gefragt wurde. Davon nun ein paar Kostproben. Einige von vielen. Fragen, ausweichende Antworten und kleine Streitereien. Hinterlegt mit Bildern aus der Vernehmung und aus dem Amtsgericht rundherum, wo umfangreiche Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden. Für was auch immer die da waren, sie machten den Prozess über dessen Unsinnigkeit hinaus ordentlich teuer. Können Sie sich erinnern, dass die Angeklagte nach der Verlesung der Anklageschrift einen Antrag verlesen wollte? Sie wollte mehrfach irgendwelche weitere Anträge verlesen und ich habe darauf hingewiesen, dass ich jetzt in der Beweisaufnahme weiter fortfahren möchte. Ich bin auch nicht gehalten, jedes Mal einen neuen Antrag erstmal dem Antrag stellen zu müssen. Ich kann auch erstmal prozessuale Dinge weitermachen. Ich kann auch eine Beweisaufnahme erstmal fortführen. Kann es sein, dass Sie der Angeklagte gesagt haben, sie könnte ihren Antrag nach der Einlassung stellen und als das dann durch war und sie dann doch einfach die Zeugen gerufen hat, dass ein Zuschauer sie darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie versprochen hatten, dass die Angeklagte ja jetzt einen Antrag stellen darf und sie dieses Versprechen gerade brechen? Das weiß ich nicht. Wissen Sie nicht. Als danach die Angeklagte erneut nachfragte, sie wolle noch ihren Antrag stellen, können Sie sich erinnern, dass Sie da geantwortet haben, Sie können Ihre Anträge zum Schluss der Hauptverhandlung stellen? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Okay. Ist Ihnen bekannt, dass eine angeklagte Person grundsätzlich jederzeit das Recht hat, Anträge zu stellen? Das ist mir bekannt. Gut. Können Sie sich erinnern, dass Sie die Angeklagte
mit dem Terminus Ihre Wenigkeit beschimpft haben? Also erstens habe ich Sie beschimpft, nur Wenigkeit, das habe ich auch nicht gesagt. Das sind Sie sich da sicher? Ich bin ziemlich sicher, nicht Ihre Wenigkeit, vielleicht ist das, hat der Kanal falsch verstanden. Wenigkeit sage ich mit Sicherheit nicht. Wissen Sie, ob Sie gesagt haben, dass in der Akte nichts zu finden ist über das, was die Zeugen hier aussagen würden? Ich so gesagt habe, weiß ich nicht, nein. Werkstatt, ja, die Formulierung, wie Sie sicherlich wissen, die ironische können sich sparen, einverstanden? Nein, also ich spreche noch so, wie ich will. Und heute schmeißen Sie mich mal nicht raus. Als der Angeklagte das blinde Unterschreiben von Strafbefehlen kritisierte, griff auch der an dem Tag als Richter Agierende ein und zusammen verteidigten die beiden Kollegen ihren Berufsstand. Gerichte. Das geht euch deutlich zu weit. Verstehen wir jetzt Richter, dass Sie einen Strafbefehl unterzeichnen, ohne die Akte zu lesen? Selbstverständlich ist das ist der Normalfall. Es ist geradezu albern, das bestreiten zu wollen. Da fühle ich mich jetzt aber auch angegriffen. Ich erlasse auch Strafbefehle. Es tut mir ich habe noch nie einen Strafbefehl unterzeichnet, wo ich die Akte nicht sorgfältig geprüft habe. Punkt. Ob das auf Sie als konkrete Person zutrifft, kann ich nicht beurteilen. Mich trifft es auch zu, Herr Bergstedt. Und diese Unterstellung lasse ich mir nicht weiter bieten. Das unterstreicht, dass Sie heute hier zurecht sitzen. Kennen Sie den Paragraph 257 Strafprozessordnung? Ja. Das heißt, Sie wissen, dass nach jeder Zeugenvernehmung und nach jeder Beweiserhebung die angeklagte Person zu fragen ist, ob sie dazu was zu erklären hat. Ja. Haben Sie es getan? Das weiß ich nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich das nicht durchgehend so mache. Das kann sein. Sind Sie sich sicher, dass Sie es überhaupt auch nur einmal gemacht haben? Jetzt, ich habe mich das schon mal einmal gemacht. Nein, hier in dem Verfahren gegen Frau. Sind Sie sich sicher, dass Sie es wenigstens einmal gemacht haben? Ich bin mir nicht sicher, nein. Okay. Auch die ständige Nachfrage, ob Richter Witzel den jeweils relevanten Paragraphen kenne, führte zu Streit. Wissen Sie, was ein Beweisermittlungsantrag ist? Nein. Erlaube ich mir darauf hinzuweisen, dass ich immerhin abgeschlossenes Lehrstudium hinter mich gebracht habe und Sie dürfen davon ausgehen, dass ich meine Arbeit einigermaßen vernünftig mache. Als der amtierende Richter ebenfalls eingriff, wurde die Sitzung unterbrochen und Angeklagter, amtierender Richter und Staatsanwalt führten ein Rechtsgespräch, in dem der Angeklagte den beiden Juristen die Rechtsprechung zum Rechtsbeugungsparagraphen erläuterte. Seine Sichtweise wurde akzeptiert und er durfte weiterfragen. Aber es kann nicht führen, dass wir eine Abfrage von, Studien haben. Nein, ich verstehe ja schon Ihre Bedenken. Aber lassen Sie mich kurz erklären, warum das nicht. Also, wir haben eine Rechtsbeugungsrechtsprechung. Das ist Ihnen ja wahrscheinlich mindestens, also Rechtsbeugung ist jetzt wahrscheinlich auch nicht Ihr Alltagsgeschäft. Dieser Rechtsbeugungsparagraf ist nach 1945 vom damaligen von Nazirichtern besetzten Bundesgerichtshof so abgeändert worden, dass er ergänzt wurde um ein Tatbestandsmerkmal, was es so bei keinem einzigen anderen Paragraphen gibt. Nämlich, man muss nachweisen, dass der Richter es besser gewusst hat. Das ist einfach Gegenstand der Rechtsbeugung. Ein Richter kann beliebige Fehler machen, wenn er hinterher sagt, so haben sich ja die ganzen Nazi-Richter hinterher rausgeredet, wir wussten gar nicht, dass Hitlers Wort kein geltendes Gesetz ist, da dachten wir, dass die Vergasung der Jugend Juden und sowas. So haben sie sich halt in ihrem Job erhalten. Und diese Rechtsprechung macht uns heute Probleme. Das heißt, wir müssen einem Richter nachweisen, dass er es besser wusste. Folglich stelle ich meine Fragen, ob ihm der Paragraph bekannt ist. Weil würde er sich dann rausreden und sagen, ich bin halt ein bisschen blöd, ich weiß das alles, habe ich alles vergessen vom Studium, dann das würde ihn nicht disqualifizieren vom Richteramt. Ein Richter, es gibt keine Rechtsprechung, dass ein Richter irgendwie noch sich erinnern muss an Paragraphen. Aber wenn er sich an die erinnert, muss er sich auch machen. Deshalb muss ich, der Form halber, ich will ihm da gar nicht zu nahe treten. Ich denke auch, dass er immer sagen wird, dass er die kennt, ob es jetzt stimmt oder nicht stimmt. Aber ich muss das der Form halber abfragen. Es ist was dran. Also ich meine, das ist natürlich, ich verstehe den Zeugen Witzel, dass er da ist, aber wir sind hier in dem Gebiet der Rechtsbeugung. Wir müssen zum einen klären, erstmal, ob wir den Verfahren Fehler gemacht haben. Und dann müssen wir klären, erst ob es gravierende Fehler gemacht haben. Ja, und dann klären, wie sein. So ist es. Weiter in der Zeugenbefragung. Kommt dieser Satz in das Protokoll nur rein, wenn
der Vorgang auch da ist, oder steht der Satz schon vorher in Ihrer Textvorlage? Der steht meistens in der Textvorlage. Okay. Das erklärt dann auch, wieso manch Protokoll entsteht. Und wieso Mitangeklagte vernommen werden wurden, obwohl keiner da war. Können Sie sich erinnern, ob Sie während der Beweisaufnahme überhaupt auch nur ein einziges Mal einen Antrag der Angeklagten zugelassen haben? Ich weiß, Sie hatten Anträge gestellt und zum Schluss kam noch dieser aus meiner Sicht unzulässige Fahrschaftsfrage. Offensichtlich sind diese Anträge ja nicht mehr gestellt worden. Haben Sie können Sie sich an irgendetwas erinnern, warum die nicht mehr gestellt worden sind? Nein. Können Sie sich erinnern, in welcher Situation es zu meinem Rauswurf kam? Was war das? Können Sie sich daran erinnern, was ich dort gesagt haben soll? Nein. Ich helfe Ihnen, vielleicht können Sie sich dann erinnern. Kann es sein, dass es das x-te Mal war, dass Sie einen Antrag gesagt haben, nee, Sie dürfen keine Anträge stellen, und ich gesagt habe, das geht so nicht und nichts anderes? Das geht so nicht. Dass Sie sich nur noch beschränkt hätten zu sagen, das geht so nicht, das kann ich ausschließen. Was konkret von Ihnen da gesagt wurde, das weiß ich allerdings nicht mehr. Können Sie sich erinnern, dass dann die Angeklagte erneut, also nach dieser Auseinandersetzung und meinem Rauswurf, erneut fragte, wann sie denn ihren Antrag stellen darf? Und Sie jetzt antworteten, nach der Beweisaufnahme. Also wenn die Beweisaufnahme beendet ist. Ich kann mich daran nicht konkret erinnern. Können Sie sich erinnern, ob die Angeklagte ein letztes Wort gehalten hat oder überhaupt die Möglichkeit dazu hatte? Ja. Ich weiß es nicht, wenn hat letztes Wort gehabt, ja. Da sind Sie sich sicher, dass sie ihr letztes Wort gehabt hat? Ob sie davon Gebrauch gemacht hat, weiß ich nicht. Was hatte sie die Möglichkeit, was zu sagen? Da sind Sie sich sicher? Ich bin mir sicher, dass ich ihr das eingeordnet habe. Deswegen ist für mich die Frage, ob Sie sich erinnern können, dass nach der Zurückweisung des Befangenheitsantrags Sie sofort gesagt haben, so bitte stehen Sie jetzt auf, und angefangen haben, das Urteil zu verlesen. Weiß ich nicht. Können Sie sich eventuell erinnern, dass dann die Angeklagte sehr energisch Sie unterbrochen hat und gesagt hat, hallo, ich habe mein letztes Wort noch gar nicht gehalten? Nee, das weiß ich nicht mehr. Das wissen Sie auch nicht mehr. Und dass Sie dann gesagt haben, dass sie doch ihr letztes Wort gehabt hat, obwohl außer dem Befangenheitsantrag nichts passiert ist. Können Sie sich erinnern, dass der Herr Görz Ihnen da sogar beipflichtete? Nein. Und dann die Frau sagte, ich hatte mein letztes Wort noch nicht, und Sie dann antworteten, na gut, was ist dann Ihr letztes Wort? Und Sie dann doch haben ein letztes Wort sagen lassen, nachdem Sie schon die erste Zeile des Urteils verlesen haben. Können Sie sich nicht erinnern? Nicht. Nein. Würden Sie den Satz einer angeklagten Person, die eine Pause beantragt, um ein letztes Wort halten zu können, zu sagen, Sie haben nach der Verhandlung Pause genug, würden Sie das ein adäquates Mittel der fairen Verhandlungsführung empfinden? Grundsätzlich nicht, nein. Die Verhandlung ging noch ein Weilchen weiter. Weitere Zeugis wurden gehört, aber das Ende war unvermeidlich. Einige Zeit nach dieser Vernehmung zog Richter Witzel seinen Strafantrag zurück. Das Verfahren war erledigt und der Versuch, eine justizkritische Person einzuschüchtern, fulminant gescheitert. Zusammen mit anderen, bereits von Beginn an offensiver geführten Prozessen hat das am Amtsgericht Kerpen zu einer bemerkenswerten Unlust geführt, Strafverfahren gegen politische AktivistInnen zu führen. Genau das ist das Ziel. Die Justiz als Bollwerk von Kapital- und Herrschaftsinteressen zu schleifen, um Platz zu schaffen für das, um was es hier in der Region geht. Eine Energiezukunft ohne Kohle, eine gesellschaftliche Zukunft ohne den Wahnsinn von Profit, Macht, Strafe und Kontrolle. Thank you.